Herzlich willkommen. Kommt ihr alle nach vor? Ihr seid ein Doppelteam. Ja, ihr seid zwei Klassen. Ihr seid ja richtig viele. Ja, das ist cool. Ja. Ihr seid richtig viele. Ihr seid so toll auf Facebook sichtbar gewesen mit tollen Videos und allem drum und dran. Und jetzt nur, dass alle sehen die Kamera. Ja, und tschüss. Und super, 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 super. Danke. So. Von 3, 2, 1. Ja, die beste Teamleitung 2022. Willkommen. Das Team ist auch aus. So, ihr dürft nochmal nach vorne kommen. Und welcome und ganz herzliche Gratulation an Herrn Ziesler, Herr Kriegert. Kommen Sie nach vor. Ja, er hat zwei Klassen in Wien im 15. Bezirk und schon das zweite Mal bei Mission X dabei mit echt einer tollen Leistung. Mit ganz, ganz engagierten Dingen. Deswegen ganz herzliche Gratulation an euch und Richard, herzliche Gratulation. Ganz toll gemacht. Applaus! Da seht ihr, wie wir hier beim Essen sind. Da schwebt so eine Konserve, eine Tube schwebt oder hier der Löffel mit dem Essen schwebt. Die Mannschaft, wie wir damals in der Raumstation gemeinsam waren, da seht ihr hier meinen Kommandanten, das ist ein Ukrainer gewesen, hier ist noch ein Ukrainer, hier ist ein Russe, da war ein Kasache, ich war Österreicher. Das seht ihr also, wie wir hier friedlich miteinander gearbeitet haben, bestens uns verstanden haben. Das Arbeiten mit Experimenten, das ist der eigentliche Sinn und Zweck meiner Mission gewesen. Mit welchem Space Shuttle bist du geflogen? Also ich bin nicht mit Space Shuttle geflogen, ich bin mit einer Soyuz-Rakete geflogen, wo ein Soyuz-Raumschiff an der Spitze ist. Und da seht ihr hier dieses Raumschiff, so schaut das aus. Mit dem, wäre dann die Trägerrakete am Ende. Von der Trägerrakete trennt man sich, wenn man im All ist. Und dann fliegt man mit diesem kleinen Raumschiff zur Raumstation. Und hier in der Mitte gibt es die Kapsel. Und in dieser Kapsel befindet sich die Mannschaft während dem Start oder auch während der Landephase. Hast du im Weltall eine Sternschnuppe gesehen? Das ist eine gute Frage. Nein, habe ich nicht gesehen. Was ich allerdings gesehen habe, und das war ganz toll, sind einerseits die Nordlichter. Die kommen also an den Polen, in der Polgegend vor, also in der nördlichen Kugel, Halbkugel. Die Nordlichter von oben gesehen, und was ganz spannend war, waren Gewitter von oben zu sehen.